rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 3, erste Lesung, Gesetzentwurf Fraktion der SPD, zweites Gesetz zur Änderung des Mobilitätsfördergesetzes 2016-28. Das Gesetz wird eingebracht von unserem Kollegen Tobias Eckert. Bitte sehr, erst das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat, wir legen Ihnen heute als SPD-Landtagsfraktion das zweite Gesetz zur Veränderung des Mobilitätsfördergesetzes vor. Und allein das heißt, zeigt ja schon, dass wir hier im Haus allesamt miteinander daran stetig arbeiten, Mobilität in diesem Land voranzutreiben. Und unser Vorschlag bezieht sich konkret auf den Schienenpersonennahverkehr, den mit in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für diese Wahlperiode, dass wir so alle engagiert mit dem Thema arbeiten, meine Damen und Herren. Über die Wichtigkeit des Themas insgesamt Schienenverkehr und ähnlichem mehr für die Bewältigung der Veränderungen in der Mobilitätspolitik, da sind wir uns fast alle einig, zumindest. Aber sieht man das Mobilitätsfördergesetz bisher, dort gibt es keine Förderung der Anschaffung und der Ersatzbeschaffung von Straßenbahnen, die in unseren Städten in Hessen eingesetzt werden, in Frankfurt, in Darmstadt und in Kassel. Das soll mit der Erweiterung der förderfähigen Vorhaben nun geändert werden. Dazu dient unser Gesetzentwurf. Die Förderung der Anschaffung und des Ersatzes von Straßenbahnen ist in unseren Augen überfällig. Straßenbahnen leisten einen wichtigen Beitrag zu Staureduzierungen, sind umwelt- und klimafreundlicher als die Nutzung des Pkw. Und dass das in unseren Städten ein Thema ist, dazu hat es noch nicht einmal gestern des Tages und der Debatte um das Fahrverbot in Frankfurt gebraucht. Um einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität zu leisten, ist deswegen die Förderung der Ersatzbeschaffung zwingend notwendig. Beim Beispiel Frankfurt da passt es auch, denn aktuell fahren dort nicht nur barrierefreie Niederflurwagen, weil die a. entsprechend Kapazitäten gar nicht mehr ausreichen und b. mit ihren Programmen zur Nachrüstung und Umrüstung, zur Modernisierung mit dazu beitragen, dass ihre Fahrzeuge einfach länger durchhalten, weil im Moment die Städte alleine in der Verantwortung sind für neue Wagen, die ein erhebliches Investitionsvolumen fordern. Bisher ist das Land dort nicht mit dabei, und wir sehen das Land dort mit in der Verantwortung, meine Damen und Herren. Ich betone es deswegen noch einmal, dass das bestehende Mobilitätsfördergesetz nicht eine Förderung vorsieht für die Beschaffung von Personenkraftwagen und Kraftomnibussen, die ihre Antriebstechnik überwiegend aus einer Batterie oder einer Brennstoffzelle beziehen. Hinter den Regelungen, und daraus ist ja auch immer wichtig bei solchen Gesetzen, steht die Idee, nur die Beschaffung von Fahrzeugen unter bestimmten Bedingungen zu fördern, wie beispielsweise neue Antriebstechnologien, Effizienzsteigerungen oder Emissionsminderungen. In der Regel sind mit der Erst- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen im Schienenpersonennahverkehr, die aktuell nicht förderfähig sind, aber eine Effizienzsteigerung gegenüber dem Einsatz von bisherigen Fahrzeugen verbunden. Dies gilt es natürlich bei einer beabsichtigten Förderung dann auch im Einzelfall darzulegen. Aber ich bin der Auffassung, meine Damen und Herren, wir gehen hier tatsächlich einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung mit dieser Ergänzung im Gesetz. Und nein, das will ich noch einmal deutlich sagen, bisher ist das im aktuellen Mobilitätsfördergesetz nicht förderfähig. Das wurde auch sehr deutlich bei meinen Besuchen in der letzten Zeit, gerade in den Städten, die davon betroffen sind, in Frankfurt, in Darmstadt und in Kassel. Gefördert werden beispielsweise, und das ist einfach auch die aktuellste Pressemitteilung, z. B. auf der Seite des Ministeriums, die Einrichtung eines Gleichrichterunterwerks in Kassel und ähnliches mehr. Aber Investitionen, meine Damen und Herren, in Fahrzeugmaterial, die sind bislang außen vor. Und wir finden, das ist aber der logische und der konsequente nächste Schritt, meine Damen und Herren. Wir hatten schon einmal auch eine Fahrzeugförderung für Busse und Fahrzeuge im SPNV. Wir sind der Auffassung als SPD, dass die Ausschreibungspraxis in Hessen der Förderung beihilferechtlich nicht entgegensteht. Die betroffenen Stadtverkehre in Kassel, Frankfurt und Darmstadt werden im Rahmen einer Inhouse-Vergabe bzw. Direktvergabe vergeben, sodass eine Wettbewerbsverzerrung nicht eintreten kann. Bei öffentlichen Ausschreibungen, wie dies beispielsweise hier in Wiesbaden geplant ist, besteht die Möglichkeit, die Fahrzeuge beizustellen und damit eine Wettbewerbsverzerrung zu verhindern. Natürlich darf dann aber auch, und das ist der zweite Block, auf den ich noch eingehen will, der auch Bestandteil in unserem Gesetzentwurf ist,
dass nicht ein zusätzlicher Fördertatbestand zu einer Kannibalisierung der Projekte zwischen Stadt und Land eintritt. Andererseits haben wir in den letzten Jahren aber auch immer wieder deutlich gemacht, dass wir insgesamt die Mindestfördersumme im Mobilitätsfördergesetz verlässlich sukzessive anheben müssen, damit wir Planungssicherheit schaffen, damit wir klar die politische Ausrichtung dokumentieren, dass wir mehr Förderung im Bereich der Mobilitätspolitik in Hessen auch vornehmen wollen. Deswegen ist es ein erster Schritt, der in diesem Gesetzentwurf mit dort aufgeführt ist, dass wir diese Anhebung der Untergrenze, ja, es ist eine Untergrenze, der Haushaltsgesetzgeber kann immer mehr einstellen, aber wir finden, diese Verlässlichkeit im Gesetz ist notwendig und dient der Klarheit im Handeln für die Verwaltung, meine Damen und Herren. Insgesamt würden die Veränderungen, die wir Ihnen heute vorschlagen, in den Förderungen im Bereich der Straßenbahnen uns in Hessen natürlich guttun, dem Land, in dem es in Deutschland die erste kommerziell eingesetzte elektrische Straßenbahn gab, mit der Frankfurt-Offenbacher Trambahngesellschaft FOTG, der Elektromobilität auf der Schiene in Darmstadt seit 1897, in Frankfurt seit 1884 und die Nordhessen waren da allen voraus seit 1877. Und hoffentlich bald dann auch in Wiesbaden. Das würde uns insgesamt gut zu Gesichte stehen. Und wir sind eine gute Weiterentwicklung, wie wir finden, der Fördertatbestände im Mobilitätsfördergesetz. Wir sind als Sozialdemokratie, meine Damen und Herren, der Auffassung, dass unser Gesetzentwurf eine gute, eine logische und eine notwendige Veränderung im bestehenden Mobilitätsfördergesetz darstellt und freuen uns auf die Beratung im Ausschuss und Ihre aller tatkräftigen Unterstützung unseres Anliegens im Interesse moderner Mobilität in unserem Land, hier speziell in unseren Städten, zuverlässig, effizient und klimaschonend. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Eckert. Das Wort hat der Abg. Gagel, AfD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kollegen! Der vorliegende Gesetzentwurf der SPD ist voller Fehler, von der Rechtschreibung einer korrekten Jahreszahl in der Begründung mal ganz abgesehen. Die Ergänzung in § 3 enthält gleich zwei Falschbehauptungen, nämlich erstens, dass Straßenbahnen der Effizienzsteigerung dienen und zweitens der Emissionsminderung dienen. Wirtschaftlich gesehen ist die Straßenbahn ganz klar dem Busbetrieb unterlegen. In der Ergebnisrechnung beispielsweise des Verkehrsverbandes Rhein-Ruhr aus 2013 waren die Betriebskosten der Straßenbahn mit ca. 13 € pro Kilometer fast dreimal so hoch wie die der Betriebskosten der Omnibusse mit etwa 5 € pro Kilometer. Die Baukosten einer Tramstrecke liegen bei 10 bis 20 Millionen € pro Kilometer. Wie viele Elektrobusse, frage ich Sie, oder Omnibusse mit Wasserstoffantrieb können Sie bei einer 60 km langen Strecke kaufen? Ich denke, diese Arithmetik können wir Ihnen, Kollegen von der SPD, gerade noch zumuten. Die zweite Falschbehauptung ist, dass Straßenbahnen umweltfreundlicher sind. Das sind sie nicht. Eine Straßenbahn verursacht erheblichen Lärm. Jeder kennt das hochfrequente, unangenehme und unangenehme Quietschen einer Straßenbahn in der Kurvenfahrt. Wer an einer Straßenbahnkreuzung wohnt, kann davon ein Lied singen. Eine bremsende Straßenbahn braucht aufgrund der technischen Gegebenheiten einen deutlich längeren Bremsweg. Deshalb sind lange Sicherheitsabstände notwendig. Die Bremsen einer Straßenbahn verursachen zusätzlichen Lärm. Der Abrieb der Bremsen und Stahlräder, die auf Stahlschienen laufen, verursacht erhebliche Feinstaubemissionen. Aus diesem Grund werden in U-Bahnhöfen höhere Feinstaubwerte gemessen als an Hauptverkehrsstraßen. Die dritte Falschbehauptung ist, dass Straßenbahnen einen erheblichen Beitrag zur Staureduzierung leisten. Das Gegenteil ist der Fall. Die Straßenbahn braucht besondere Haltestellen, weil sie in der Mitte der Straße fährt. Sie verschwenden zusätzlichen Straßenraum. Sie fahren in den normalen Straßen relativ langsam
weil sie wegen der langen Bremswege große Sicherheitsabstände einhalten müssen. Die Tram braucht eigene Signalanlagen, an denen der übrige Straßenverkehr und damit der Verkehrsfluss oft massiv behindert wird. Durch Haltestellen, die zum Teil in der Mitte der Straße großflächig betoniert sind, werden Fahrbahnen verkleinert und verunziert. Bei jedem Zwischenfall auf den Gleisen stoppt der Tramverkehr in beiden Richtungen für Stunden, da die Tram nicht ausweichen kann, besonders auf Tramkreuzungen. Das alles, meine Damen und Herren, das alles können Sie sehr anschaulich jeden Tag z.B. in Frankfurt-Oberrad beobachten. Wird eine Oberleitung beschädigt, stoppt der Tramverkehr weiträumig, da der Strom abgeschaltet wird. Soll die Streckenführung geändert oder Gleise repariert werden, sind monatelange Bauarbeiten notwendig. Wenn die Tram ausfällt, meine Damen und Herren, gibt es Schienenersatzverkehr durch Busse. Haben Sie schon einmal etwas von einem Busersatzverkehr gehört? Daran sehen Sie, dass die Busse erheblich flexibler sind als die Straßenbahnen. Generell gilt, ein Bus braucht eine Straße für alle, eine Straßenbahn braucht aber Schienen für sich allein. Bei Regen sind Straßenbahnschienen rutschige Unfallursachen für jeden Zweiradfahrer, ob motorisiert oder per Pedes unterwegs. Lieber Herr Eckert, Ihr Antrag zur Änderung des Mobilitätsförderungsgesetzes ist nicht zeitgemäß, wirtschaftlich viel zu teuer, umwelttechnisch kontraproduktiv und verkehrstechnisch ein Desaster. Ich denke, die SPD-Fraktion wird diesen Gesetzentwurf hier auch eingebracht haben. Geht es ja schließlich auch darum, die in Wiesbaden und im Rheingau-Taunus-Kreis zur Debatte stehende Citybahn mit zu unterstützen. Dieses Kassel vielleicht auch und in Darmstadt mit dem Ostfeld auch, aber hier mit der Citybahn haben wir ja ein sehr großes Projekt mit 500 Millionen €, sehr umstritten übrigens. SPD ist ja auch dafür. Ihr früherer Staatssekretär Güttler hat sich ja, das ist ja ein Baby von Herrn Güttler, um dieses blödsinnige Projekt, eine Straßenbahn über den Taunuskamm in den Rheingau-Taunus-Kreis zu schicken. Ja, das ist blödsinnig, weil das können Sie überall anschauen, es fällt ein Kosten-Nutzen-Faktor von 1,5 vom Himmel. Herr Güttler beschwört dieses Projekt, und kein Mensch konnte mir jemals erklären, wie sinnig es denn ist, eine Straßenbahn über den Taunuskamm, einen extrem steilen Anstieg herüberzuschicken. Und letztendlich geht Ihr Gesetzentwurf, den Sie hier heute einbringen wollen, ganz stark darin, Fahrbahnen für die Citybahn zu fördern und zu unterstützen, Fahrzeuge für die Citybahn zu fördern und zu unterstützen und zusätzliche Fördertöpfe des Landes anzuzapfen. Jedenfalls, wir sind aus den genannten Gründen gegen dieses Projekt der Citybahn. Wir sind generell auch dagegen, ein veraltetes Fahrzeugverkehrsmittel wie die Straßenbahn zu fördern und lehnen daher Ihren Antrag ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Gagel. Das Wort hat die Frau Abg. Karin Müller, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, Kassel. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es ist sehr schön, dass sich die SPD für den ÖPNV einsetzt und die Straßenbahnstädte Kassel, Darmstadt und Frankfurt unterstützen will. Nachdem, wie ich am Sonntag lesen könnte, es die SPD war, die ja in Frankfurt dafür gesorgt hat, dass die Straßenbahn raus aus der Innenstadt kommt, um mehr Platz für Konsum und Autos zu machen. Aber das nur am Rande. Man kann ja lernfähig sein. Der Prozess dauert anscheinend aber noch ein bisschen an, weil bei der Lichtwiesenbahn in Darmstadt war das Engagement für die Straßenbahn, wie ich höre, nicht so groß. Und auch bei der Citybahn in Darmstadt hätte ich mir gewünscht, dass man die Entscheidung trifft und dann auch in die Planfeststellung geht und nicht erst noch ein Ratsbegehren auf den Weg bringt. Und außer der Vorbemerkung und der Problembeschreibung der SPD in der Änderung des Mobilitätsfördergesetzes, dass Straßenbahnen einen wichtigen Beitrag leisten, um den Verkehr sauberer und leiser zu machen und die urbane Lebensqualität zu erhöhen, fällt mir eigentlich nichts Positives ein. Das unterstütze ich natürlich. Aber ansonsten ist die Änderung des Gesetzentwurfs vollkommen überflüssig. Nicht, dass ich den drei Städten das Geld nicht kommen würde. Ich komme ja selbst aus Kassel. Wenn das Geld nach Kassel kommt, immer her damit. Wie sagt der Tarek immer,
Wenn es Brei regnet, hält der Nordhesse den Löffel raus. Ich denke, das machen andere auch. Aber in diesem Punkt muss ich mal sagen, wir hatten eine Anhörung vor gut einem Jahr, als das Mobilitätsfördergesetz von der Landesregierung eingebracht worden ist. Genau dort war es auch Thema. Dann haben wir gesagt, es gibt 423 Städte in Hessen. Drei davon sind Straßenbahnstädte. Wenn das Geld nur in diese Straßenbahnstädte geht, ist es eine Ersatzbeschaffung. Es verbessert nicht die Verkehrsverhältnisse. Es verändert keine Emissionen, weil die Straßenbahnen lediglich erneuert werden. Weil für emissionssenkende Fahrzeuge haben wir eine Förderung vorgesehen. Also, wir haben es lange diskutiert. Da gab es keinen Änderungsantrag von Ihnen. Und jetzt ist es eigentlich nur Arbeitsbeschaffung. Was wir in dem Mobilitätsfördergesetz aufgenommen haben, ist die grundhafte Erneuerung der Schieneninfrastruktur. Und das kommt natürlich auch den Straßenbahnstädten zugute. Gerade heute hat das Verkehrsministerium verkündet, dass 18 Millionen € in die grundhafte Erneuerung der Schieneninfrastruktur gehen, davon 11,2 in die Straßenbahnstädte, nämlich 5,4 nach Kassel, 4,3 nach Frankfurt und 1,5 Millionen € nach Darmstadt. Ich finde, das ist ein guter Beitrag, um diese Städte zu unterstützen. Und auch 20 Millionen € mehr würde ich auch gerne nehmen. Aber wo es herkommt, sagen Sie auch. Ich kann mir schon vorstellen, was Sie sagen werden. Aber das ist keine seriöse Finanzpolitik. Anstatt immer mehr... Da haben wir es aus den Entflechtungsmitteln genommen, ehemaligen, und haben... Darüber ging ja die größte Diskussion, dass es dann erstmals Landesmittel sind. Es ging um die Entlastung, die vom Bund kam. Und das Land hat es in die Entflechtungsmittel gesteckt. Also, das ist schon einmal solide finanziert. Außerdem waren Sie gerade dran, und jetzt bin ich dran. Anstatt immer mehr Geld vom Land zu fordern, könnten Sie einmal zielorientiert handeln. Die Verkehrsverbünde sind überwiegend sozialdemokratisch besetzt. Das Land leitet die Regionalisierungsmittel zu 100% weiter. Es gibt jetzt 155 Millionen € aus dem KFA plus eigenes Landesgeld. Dann könnten wir doch gemeinsam dafür sorgen, dass die lokalen Verkehre besser gefördert werden. Und wenn Sie mir nicht zuhören, dann können wir nicht zielorientiert arbeiten und die Situation der Städte verbessern. Also. Und es gäbe noch etwas Sinnvolles zu tun. Auf Bundesebene wird ja gerade über das GVSG diskutiert. Auch da haben Sie sicherlich gehört, dass es einen Entwurf gibt, bei dem die Straßenbahnen überwiegend auf eigenem Gleiskörper gebaut werden sollen. Und überwiegend wird mit 80% definiert. Das wäre ein Aus für viele Straßenbahnstädte. Denn in Darmstadt und in Frankfurt sind es gerade einmal 71% derzeit und in Kassel 64%. Also, das wäre einmal ein Ansatz, dieses überwiegend zu streichen, damit auch in den urbanen Zentren weiter Straßenbahnen gebaut werden können. Also übernehmen Sie Verantwortung dort, wo Sie sie haben. Wie ich ja lesen konnte, meint meine verehrte Kollegin Hoffmann, dass, wenn die Straßenbahnen gefördert werden, auch die Bewertung der Nutzen-Kosten-Untersuchung der Ostanbindung für Darmstadt geändert würde. Das ist mitnichten der Fall. Ich glaube, das kommt daher, dass Sie das etwas verwechselt haben. Na, dann erklären Sie es mir vielleicht noch einmal, wie sich etwas an der Nutzenkostenuntersuchung ändert, wenn die Straßenbahnen gefördert werden. Aber ich habe ja eine Vermutung. Der Kollege Kappenberger und der Kollege Zimmermann haben ja auf ihrem Bundesparteitag vollmundig verkündet, dass es einen Änderungsantrag gibt. Ja, ich frage mich, was machen Sie denn in der Regierung? Reden Sie denn nicht miteinander? Warum haben Sie das nicht schon längst geändert? Also, ich kann nur sagen, nette Initiative. Schön, dass wir vor Weihnachten noch einmal über den ÖPNV und die Wichtigkeit der Straßenbahnstädte reden und auch der Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und. Aber dieser Gesetzentwurf ist einfach überflüssig. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Bevor wir in der Debatte weiterfahren, begrüße ich sehr herzlich auf der Besuchertribüne die Botschafterin der Republik der Union Myanmar. Frau Yin Yin Mint, sind Sie uns herzlich willkommen hier im Hause.
begrüße auch den Honorarkonsul, Herrn Eckhard Stein. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. So, jetzt geht es weiter in der Debatte. Das Wort hat der Kollege Dr. Naas, FDP. Jawohl, Steinbach im Taunus. Am Taunus, Herr Präsident. Ja, was am Taunus ist, ist auch im Taunus. Ne? Nein, wir differenzieren da. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, ÖPNV noch einmal vor Weihnachten. Ich habe mich gefragt, wie ich da bei einem so kurzen Gesetzentwurf die 7,5 Minuten füllen soll. Aber nach dem Wortbeitrag des Kollegen Gagel zum Thema Straßenbahn weiß ich es dann wieder, weil wir werden viel reden müssen, um Sie da aufs richtige Gleis zu heben. So etwas habe ich, muss ich sagen, noch nicht erlebt, dass jetzt die Straßenbahnen dazu dienen sollen. Also, Sie sagen Rutschanfälligkeiten für Radfahrer. Also, das war schon schrill, lieber Kollege Gagel. Und ich möchte hier einfach noch einmal mit einem Bekenntnis für uns einsteigen. Wir stehen zu den Straßenbahnen, Kollege Eckert, aber wir spielen das eine auch nicht gegen das andere aus. Wir wollen die Seilbahn, wir wollen die Straßenbahn, wir wollen alle Verkehrsmittel optimal. Wir wollen, dass der Bürger entscheiden kann und dass er eine Wahlmöglichkeit hat. Und im Gegensatz zu den Kollegen von der Koalition lesen wir nicht nur die Zeitschrift Pro Bahn, sondern auch gelegentlich noch die Asphalt und die Beton. Und dazu gehört eben auch der Straßenbau in Hessen. Aber zurück zum eigentlichen Gesetzentwurf. Auch die SPD hat sich jetzt aufgemacht, Gesetzeslücken zu entdecken im Mobilitätsfördergesetz und ist fündig geworden bei den Straßenbahnen. Und in der Tat kann man ja die Frage stellen, ob die Anschaffung von effizienzsteigernden und emissionsmindernden Fahrzeugen im Schienenpersonennahverkehr, ob das die Ersatzbeschaffung mit beinhaltet. Und wir sind da dank auch Ihrer Unterstützung bei unserem Seilbahngesetz grundsätzlich positiv, was das angeht. Es ist natürlich schon die Frage, ob es nicht vom Wortlaut her mit umfasst ist. Es wäre auch die Frage, ob man nicht einfach ein einzelnes Wort einfügen kann, nämlich Anschaffung bzw. Ersatzbeschaffung. Dann wäre das auch erledigt. Ob es dazu dann noch einmal eines Extrasatzes bedarf, auch da habe ich meine Zweifel. Aber ich habe es gesagt, wir sind grundsätzlich wohlwollend gestimmt. Aber Sie müssen uns dann auch im Rahmen der Anhörung verraten, wo die 20 Millionen € jährlich herkommen sollen. Richtig, aus dem Haushalt, und wie Sie die natürlich gegenfinanzieren wollen, weil diese spannende Frage bleibt natürlich. Und da Sie ja jedes Jahr 20 Millionen € draufsetzen wollen, sind wir dann sehr schnell auch bei 200 Millionen €. Das ist sicherlich alles gut angelegtes Geld, aber es ist natürlich schon die Frage, ob es drei speziellen Städten, nämlich Darmstadt, Kassel und Frankfurt, alleine zugutekommen soll, ob dieses Geld auch ausreicht, ob sie vielleicht ganz schnell dann auch verfrühstückt ist in genau diesen Städten und wie dann sozusagen die Problematik Stadt-Land, die Sie auch selbst aufgegriffen haben, wie die dann am Ende gelöst werden soll. Und deswegen freuen wir uns auf die Anhörung. Ich bin gespannt, was da rauskommt nach dem ersten Änderungsgesetz, das erfolgreich war. Es war die Aufnahme der Seilbahn als besonders förderwürdig, jetzt die Straßenbahnen, nicht nur die Beschaffung, sondern die Ersatzbeschaffung. Wir schauen der Anhörung sehr positiv entgegen und freuen uns darauf. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Das Wort hat der Abgeordnete Bamberger, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste auf den Zuschauerrängen. Der Gesetzentwurf der SPD überrascht zum jetzigen Zeitpunkt. Wir beraten das Mobilitätsfördergesetz ja nicht erst seit wenigen Wochen, sondern schon etwas länger. Aber was mich eher noch mehr überrascht, das ist die Emotionalität, mit der wir heute hier
im Zusammenhang mit diesem Thema konfrontiert werden. Und vor allen Dingen die Position der AfD ist auch eine sehr überraschende Position. Da möchte ich nachher noch einmal kurz darauf eingehen. In der Koalitionsvereinbarung zwischen BÜNDNIS 90 GRÜNE und der CDU heißt es, Straßenbahnprojekte werden wir unterstützen, denn jeder Meter Schiene trägt dazu bei, die umweltfreundliche Mobilität der Bürgerinnen und Bürger weiter zu verbessern. Genau dazu stehen wir, und genau das setzen wir auch um. Ich möchte das an zwei Beispielen verdeutlichen, was wir da tun. Wir haben es eben gerade einmal schon kurz gehört, die Modernisierung der Kasseler Straßenbahn. Mit 1,3 Millionen € unterstützt Hessen die Kasseler Verkehrsgesellschaft KVG bei der Einrichtung eines neuen Gleichrichterunterwerks am Palais Bellevue. Und das Land trägt damit gut die Hälfte der Gesamtausgaben von 2,2 Millionen €. Es ist Teil des Gesamtkonzepts zur Erhöhung der Oberleitungsspannung von 600 auf 750 Volt, soweit die Technik. Aber diese ist für den verstärkten Einsatz moderner Fahrzeuge mit höherer Leistung sowie längerer Züge erforderlich. Das heißt also, da geht es um die Effizienzsteigerung im bestehenden Schienennahverkehr. Ein prominenteres und im Volumen deutlich größeres Projekt ist die Eröffnung des S-Bahn-Anschlusses Gateway Gardens, die wir am Montag dieser Woche feiern durften. 3 Jahre Bauzeit, 300 Millionen € Baukosten. Das sind die Eckdaten zu dem am Montag feierlich eröffneten Bahnanschluss, mit dem das Gewerbegebiet rund um das Holm an die Frankfurter Innenstadt und an den Flughafen, aber auch in die Richtung Wiesbaden und Offenbach im Viertelstundentakt angebunden sein wird. Der Schienenpersonennahverkehr, da sind wir uns, glaube ich, alle drin einig, ist ein, nicht alle nicht, die AfD nicht. Der Schienenpersonennahverkehr ist ein zentraler Pfeiler für die Mobilität, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet. Ohne die Regionalbahn, die S-Bahn und U-Bahn würde morgens und abends im Berufsverkehr der Verkehr auf den Straßen zum Erliegen kommen. Das gilt für Darmstadt und Kassel natürlich ebenso. Weitere Zuwächse bei den Fahrgastzahlen in S-Bahn, Regional- und Fernzügen in Hessen sind jedoch mit der bisherigen Infrastruktur kaum zu bewältigen. Die Eröffnung von Gateway Gardens ist daher ein kraftvolles Signal für einen leistungsfähigen Nahverkehr auch im Rhein-Main-Gebiet. Für die entsprechenden Pendler ist in nur 3 Jahren Bauzeit eine attraktive Auswahlmöglichkeit für die eigene Mobilitätsplanung entstanden. Gleichzeitig wird die Schieneninfrastruktur im Rhein-Main-Gebiet weiter verbessert und verdichtet. Denn das Projekt als Bestandteil des Maßnahmenprogramms Frankfurt-Rhein-Main Plus sorgt für mehr Pünktlichkeit im Netz insgesamt und macht es weiter zukunftsfest. Prognosen zufolge werden durch die neue Schienenanbindung schließlich rund 13.000 Fahrten täglich vom Auto auf die Schiene verlagert. Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren von der AfD, sehr geehrter Herr Gagel, das ist es uns wert, dass wir in das Schienennetz investieren und dass wir uns mit der Fragestellung Straßenbahn auseinandersetzen. Für das angrenzende Straßennetz, das zu den höchstbelasteten in Deutschland zählt, wird eine Entlastung von rund 27% erwartet. Daher war es richtig, dass Hessen zu den Gesamtkosten 30 Millionen € zugesteuert hat. Der neue Bundesverkehrswegeplan 2030 mit einem Volumen von fast 12 Milliarden € für die Schieneninfrastruktur in Hessen und die Fortführung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes durch das Mobilitätsfördergesetz des Landes über das Jahr 2019 hinaus gewährleisten, dass auch für die weiteren zentralen Infrastrukturprojekte in Hessen ausreichend Mittel vorhanden sind. Dies umfasst beispielsweise die Regionaltangente West und die Planung der nordmainischen S-Bahn. Unser Engagement beweist, dass für uns eine leistungsfähige Schieneninfrastruktur eine Top-Priorität ist. Und dazu wird auch diese Koalition weiterhin stehen. Und nun noch einmal zu den Ausführungen des Kollegen Gagel von der AfD. Also das Bild, das Sie eben gerade beschrieben haben, von ratternden Straßenbahnen, von quietschenden Straßenbahnen in irgendwelchen Kurven. Ich hatte so das Gefühl, Sie haben das Bild von Straßenbahnen der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts im Kopf und nicht die modernen Straßenbahnen, in die wir heute investieren.
Ich hatte ein kleines Lied auf den Lippen, ein Karnevalslied. Der Text ist relativ einfach. Uiuiui, wow, 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 wow. Das hätte an der Stelle ganz gut gepasst. Nun noch einmal aber direkt zu dem Gesetzentwurf, verehrte Kollegen der SPD. Er enthält zwei Änderungen grundsätzlicher Art. Einerseits geht es Ihnen um die Herstellung der Förderfähigkeit für die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Straßenbahnen und andererseits eine für die Finanzierung der Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Straßenbahnen erforderliche Erhöhung der auf der Grundlage von § 1 des Mobilitätsfördergesetzes geregelten Fördermittel in Höhe von mindestens 100 Millionen € auf mindestens 120 Millionen €. Ja, auch ich bin in der Lage, das zu verstehen. Die Erhöhung der Fördermittel von 20 Millionen € soll der Finanzierung der mit dem Änderungsantrag angestrebten zukünftigen Förderung der Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Straßenbahnen dienen. Es ist Ziel des Mobilitätsfördergesetzes, über den klassischen Neu- und Ausbau der Verkehrswege des schienengebundenen ÖPNV hinaus Vorhaben finanziell anteilig zu finanzieren, die z. B. eine Kapazitätserhöhung im bestehenden Verkehrsnetz ermöglichen oder zu einer Verbesserung der Betriebsqualität des ÖPNV führen. Das Mobilitätsfördergesetz stellt für diese Infrastrukturfinanzierung des ÖPNV zusätzliche Finanzmittel bereits zur Verfügung und schafft damit die Grundlage, eine bessere und attraktivere Verkehrsinfrastruktur des ÖPNV zu erreichen. Fahrzeuge sind bisher kein Bestandteil der Schieneninfrastruktur und werden es auch in Zukunft nicht sein. Ausnahme ist die Förderung der Anschaffung von effizienzsteigernden oder emissionsmindernden Antrieben bei Fahrzeugen. Insoweit ist ein Teil des vorliegenden Gesetzentwurfs bereits Regelungsinhalts des Mobilitätsfördergesetzes. Der weitere Teil Ihres Gesetzentwurfs, die Anschaffung und Ersatzbeschaffung, sind im Gesetz für den ÖPNV bereits geregelt, im ÖPNVG. Zu der Finanzierung der im Gesetz für den ÖPNVG den ÖPNV-Aufgabenträgern gesetzlich zugewiesenen Aufgabenträgerschaft, nämlich die Finanzierung und Anschaffung der Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Schienenfahrzeugen, gehört, gewährt das Land bereits jetzt Zuwendungen auf der Grundlage von § 12 des genannten Gesetzes. Auf der Grundlage dieser Regelung schließt das Land mit den Verkehrsverbünden Finanzierungsvereinbarungen. In den aktuellen Finanzierungsvereinbarungen des Landes mit den Verbünden sind bereits die Landesmittel für den lokalen Verkehr enthalten, die zur Sicherung und Verbesserung des lokalen ÖPNV einzusetzen sind. Kollege Bamberger, Sie müssen zum Schluss kommen. Auch am Ende. Hiervon umfasst es auch die Anschaffung und Ersatzbeschaffung der Straßenbahnfahrzeuge. Und nach all dem sind im Prinzip die Forderungen der SPD an der Stelle bereits erfüllt und damit obsolet. Wir werden Ihren Gesetzesantrag, es wird Sie jetzt nicht, oder Ihre Gesetzesinitiative, es wird Sie nicht überraschen, ablehnen. Es war bei uns eine willkommene Gelegenheit, darzustellen, welche Bemühungen wir in diesem Bereich bereits unternehmen. Und bedarf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Bamberger. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Janine, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir reden über die Notwendigkeit der Verkehrswende. Wir reden über die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Und ich denke, es sollte ja Einigkeit bestehen bei den allermeisten, zumindest in diesem Haus, dass dabei die Straßenbahn ein wichtiges Verkehrsmittel ist und eine wichtige Möglichkeit ist, eben die Verkehrswende auch umzusetzen. Wir reden hier über einen Antrag, über einen Änderungsantrag zum Mobilitätsfördergesetz, bei dem man eigentlich in der Sache ja kaum streiten kann, wie man meinen sollte. Es ist ja sogar die FDP hat ja heute gesagt, sie steht zur Straßenbahn. Das finde ich super zu hören. Finde ich auch gerade mit Blick auf die Debatte in Wiesbaden. Finde ich das wirklich gut, dass die FDP hier im Landtag klar macht, wir stehen zur Straßenbahn und deswegen hoffentlich auch ihren sinnlosen Widerstand gegen die Straßenbahn in Wiesbaden aufgibt. Also von daher sind wir uns ja hier offensichtlich weitgehend einig, bis auf die verkehrspolitischen Verwirrungen und Verirrungen der AfD. Ich will an der Stelle nur sagen, ich wohne übrigens an einer stark befahrenen Straße, wo auch eine Straßenbahn fährt. Vom Geräuschpegel ist die Straßenbahn das geringste Problem an dieser stark befahrenen Straße, will ich nur einmal sagen, ganz persönlich.
Wir diskutieren heute ähnlich wie bei der Debatte um die theoretischen urbanen Seilbahnen in Hessen, diskutieren wir heute über die Förderfähigkeit um die Anschaffung von Straßenbahnen in Hessen. Ich will nur daran erinnern, in der damaligen Debatte, damals auf Antrag der FDP, wurde ja auch seitens der Koalitionsfraktionen gesagt, diese Änderung sei vollkommen unnötig, man bräuchte sie nicht. Ich fand es gut und sinnvoll, dass man am Ende durch die Anhörung dann auch gesagt hat, wir schreiben es ins Gesetz. Und deshalb kann man doch eigentlich kaum dagegen sein, dass eine Kommune gefördert werden sollte, wenn sie notwendigerweise ihren Fahrzeugpark erneuert, wenn Elektrobusse oder sogar Elektro-Pkw nach dem bisherigen Wortlaut gefördert werden können, ist doch nur schwer vermittelbar, warum Elektrobusse auf Schienen, was ja Straßenbahnen sind, nicht gefördert werden sollen. Und Straßenbahnen sind sicher nicht immer, aber sie sind stellenweise das beste Verkehrsmittel. Und es muss ja nicht bei drei Städten bleiben, die Straßenbahnen haben. Wir diskutieren über Wiesbaden. Und es gibt ja viele Städte in Deutschland, die den Fehler nicht gemacht haben, ihr Straßenbahnnetz stillzulegen. Vielleicht müssen wir auch darüber diskutieren, wo und an welchen Stellen auch neue Straßenbahnen eben sinnvoll sind. Und wer Straßenbahnnetze ausbauen will, braucht mehr Fahrzeuge. Denn dann können elektrisch betriebene Fahrzeuge Dieselbusse ersetzen. Und das ist sinnvoll und wünschenswert. Und das Mobilitätsfördergesetz im gleichen Zug um 20 Millionen €, also um 20% der bisherigen Summe aufzustocken, wie es der SPD-Antrag vorsieht, muss ich sagen, finde ich eigentlich fast den noch wichtigeren Teil Ihres Änderungsantrags, Herr Kollege Eckert. Weil das berührt ja das Grundproblem. Das Mobilitätsfördergesetz ist ja bereits überzeichnet. Für alles, was es leisten soll, reicht ja die Summe kaum. Wir reden hier über Fördermittel für Verkehrsinvestitionen in Höhe von bisher 100 Millionen € im Jahr. In der Folge der Föderalismusreform mittlerweile aus den Umsatzsteuereinnahmen vom Bund, die vom Land weiterverteilt werden. Deswegen reden wir ja jetzt über Landesmittel, die aber eins zu eins die eben weggefallenen Bundesmittel ersetzen. Und diese 100 Millionen € sind ja schon knapp genug, muss man sagen. Wenn man sich jetzt überlegt, dass z.B. die laufende Verlängerung der U5 ins Europaviertel nach aktuellem Stand etwa 400 Millionen € kosten wird. Also nur um mal ich wollte eine Dimension deutlich machen, dass 100 Millionen € natürlich im Verkehrsbereich eine nicht allzu hohe Summe ist. Da sind wir uns ja auch sicher einig. Und von den 100 Millionen € sollen ja auch noch 50% für die Investitionen in den Straßenverkehr fließen. So hat es die schwarz-grüne Landesregierung, die schwarz-grüne Mehrheit letztes Jahr beschlossen. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, es wäre ein wirklich mutiger Schritt gewesen, dem ÖPNV-Ausbau hier einen klaren Vorrang bei der Mittelvergabe auszuräumen und das nicht 50-50 zu machen und zu sagen, gleich viel in die Straßen und in den ÖPNV. Notwendig ist eine echte Verkehrswende. Und in den letzten 20 bis 30 Jahren stagniert die Verkehrsinfrastruktur weitgehend. Und deshalb wäre es eben jetzt besonders wichtig, den Bau und Ausbau kommunaler Infrastruktur, Bahninfrastruktur zu fördern, die für die Kommunen sonst nicht ohne Weiteres stemmbar wäre. Also, es gibt viele dringend notwendige Erweiterungen der Stadtbahn in Frankfurt. Dazu gehört die Ginnheimer Kurve, die geplante Wiesbadener Stadtbahn, ich habe es schon angesprochen, die auch nicht bei einer Linie bleiben sollte. In Frankfurt wäre es dringend angebracht, wenigstens damit zu beginnen, die Tramhaltestellen in der Stadt auszubauen, damit endlich Doppeltraktionen gefahren werden können, wie es in den allermeisten Städten mit Straßenbahn selbstverständlich ist. Aber auch in anderen Gemeinden muss mehr in die ÖPNV-Infrastruktur investiert werden können, gerade auch auf dem Land. Darüber diskutieren wir. Und deshalb finde ich den Gesetzentwurf der SPD, der zum einen die Förderfähigkeit von Straßenbahnen vorsieht, das ist richtig und sinnvoll, und zum anderen mal eine wirklich, muss man ja sagen, relativ moderate Anhöhung der Mittel, moderate Erhöhung der Mittel fürs Mobilitätsfördergesetz vorsieht, nämlich um 20 Millionen €. Das finde ich, wie gesagt, fast noch das Wichtigere, weil die 100 Millionen € einfach nicht ausreichen. Deswegen finden wir das eine sinnvolle Initiative erstmal und warten wir mal die Anhörung ab, die ja dazu sicher stattfinden wird. Aber im Grundsatz begrüßen wir die Initiative der SPD, weil alles, was dazu beiträgt, die Verkehrswende voranzubringen, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen und den ÖPNV auszubauen, ist grundsätzlich eine begrüßenswerte Initiative. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wissler. Jetzt haben wir noch einmal die Wortmeldung vom Kollegen Gagel.
und der AfD, 1 Minute 43. Herr Kollege Bamberger, Ihrer Rede konnte ich entnehmen, dass Sie offenbar nicht verfügen über den Unterschied zwischen S-Bahn und Straßenbahn. Denn was Sie uns hier andichten wollen, ist, dass wir generell gegen schienengestützten öffentlichen Nahverkehr sind. Das sind wir selbstverständlich nicht. S-Bahnen sind für den ÖPNV gut. Wir sind grundsätzlich für den ÖPNV, aber wir sind nur dort für den ÖPNV, wo wir ihn für sinnvoll erachten. Also die AfD hier in die Ecke zu stellen, dass wir da generell dagegen sind, ist natürlich falsch. Was ich ausgeführt habe, und das müssen wir doch mal ganz klar sehen, und das ist auch Ihre Blindheit. Sie wollen ja immer alles fördern, fördern, egal ob das Sinn macht oder nicht. Eine Straßenbahn ist starr. Die haben Sie nur auf der Schiene. Ein Busverkehr können Sie flexibel in der Stadt einsetzen. Das kapieren sogar Sie, Herr Frömmrich. Ja? Und letztendlich bringen Straßenbahnen in Städten eine Verschlechterung der Verkehrsinfrastruktur, weil sie einfach Platz brauchen und den wenigen zur Verfügung stehenden Platz verengen. Das können Sie in jeder Stadt sehen. Dort, wo eine Straßenbahn fährt, ist einfach für anderen Verkehr weniger Platz. Dann haben wir das Projekt Citybahn in Relation zur S-Bahn. Die Citybahn, die geplant ist hier in Wiesbaden, und das zielt ja darauf hinaus, ist ein völlig idiotisches Projekt. Hier will man ein Verkehrsmittel, was über 100 Jahre, 150 Jahre alt ist. Ja, das ist Ihre rückwärtsgewandte Politik. Ja, das ist absolut rückwärtsgewandte Politik. Das wollen Sie in Wiesbaden wieder einführen. Gegen eine S-Bahn-Anbindung des Rheingau-Taunus-Kreises durch Wiesbaden, durch an das RMV-Netz. Da haben wir uns als AfD im Kreistag des Rheingau-Taunus für ausgesprochen, wie im Übrigen auch die FDP, soweit ich. Kollege Hagel, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme gleich zum Schluss, nur noch einen Satz. Herr Kollege Naas, ich lerne bei Ihnen, bei der FDP, dass eine Partei gleichzeitig für und gegen eine Sache sein kann. Da habe ich bestimmt noch ein bisschen was zu lernen von Ihnen. Im Rheingau-Taunus vertreten Sie, wie Herr Müller weiß, jedenfalls eine Position vehement gegen die Citybahn. Und hier tun Sie so, als wie das Ganze förderungswürdig. Das ist Heuchelei. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Dr. Naas. FDP-Fraktion. Er hat noch 4 Minuten, wenn er sie braucht. Herr Präsident, es ist immer wieder gut, sich 2 Minuten in Reserve zu halten, wenn die Kollegin Wissler gesprochen hat. Ich kann nur sagen, mein Wortbeitrag bezog sich mal zunächst auf die AfD. Und ich glaube, das eint uns ja. Nämlich, dass das, was hier an Argumentation gekommen ist, Feinstaub, Rutschgefahr für Radfahrer absurd war. So, der erste Punkt. Der zweite Punkt. Ja, Straßenbahnen sind grundsätzlich gut, aber die Kommune vor Ort muss natürlich entscheiden, ob es sinnvoll ist. Das habe ich ja gesagt. Wir können das eine nicht gegen das andere ausspielen. Und da gibt es gute Gründe der Kollegen von uns in Wiesbaden, die sagen, das kann man über den ÖPNV auch anders lösen, beispielsweise mit Bussen. Da muss man nicht so stark eingreifen. Da gibt es vielleicht effizientere Methoden, hier ÖPNV in Wiesbaden zu stärken. Darauf müssen wir, glaube ich, hier nicht eingehen. Das muss die kommunale Ebene vor Ort lösen. Und deswegen ist das Argument an dieser Stelle auch fehl am Platze. Ich will noch einmal dafür werben, dass wir ergebnisoffen in die Anhörung gehen. Wir sind grundsätzlich der Auffassung, dass wir an dieser Stelle auch vielleicht noch einmal nachjustieren müssen, wenn etwas im Gesetz unklar ist. Aber ich will auch sagen, wenn Sie in der SPD-Fraktion, in der linken Fraktion eine neue Kaffeemaschine anschaffen, dann gehe ich davon aus, dass das eine Anschaffung ist, die vielleicht auch eine Ersatzanschaffung ist und trotzdem eine Anschaffung, die abrechnungsfähig ist. Und so lese ich bisher den Gesetzentwurf auch. Der Kollege Bamberger gibt mir da grundsätzlich recht. Aber ich habe ja schon gesagt, wir sind grundsätzlich sehr wohlwollend, was Anträge der Opposition im ÖPNV-Bereich angeht. Und deswegen freuen wir uns auf die Anhörung. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Lassen Sie mich, bevor der Minister das Wort hat, nur darauf hinweisen, idiotisches Projekt, Heuchelei, das sind alles so Formulierungen, die nicht ganz parlamentarisch sind. Die gefallen mir nicht ganz. Ich will das mal hier so zum Ausdruck bringen. Mag jeder darüber nachdenken. Der Minister hat das Wort. Staatsminister Tarek Al-Wazir, bitte.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wenn es nach dem Abgeordneten Gagel und der AfD geht, würden wir wahrscheinlich die Dampflokomotive wieder förderfähig machen. Das ist ungefähr die Zeit, in der Sie stehen geblieben sind. Ich will Ihnen das einmal sagen. Ausgerechnet mit der Straßenbahnlinie in Frankfurt-Oberrad zu kommen, das war die erste elektrische Straßenbahnlinie Deutschlands zwischen Frankfurt und Offenbach, die viel dazu beigetragen hat, dass sich da viel entwickelt hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will das mal sagen, die hieß übrigens damals im Volksmund Knochenmehl. Das ist so, ja, weil sie nicht sehr komfortabel war. Aber Herr Gagel, mich würde mich immer interessieren, wann haben Sie eigentlich das letzte Mal in einer Straßenbahn gesessen? Ja. Wissen Sie, wenn man die Welt immer nur aus der Windschutzperspektive seines Sechszylinder-SUVs betrachtet, dann hat man so ein Bild von Straßenbahn. Und deswegen ist das so. Wir wollen, dass es mehr Straßenbahnen gibt. Wir wollen, dass es mehr Straßenbahnen gibt. Wir wollen, dass es dazu beiträgt, dass der öffentliche Personennahverkehr gestärkt wird. Und die Zeitungen sind heute voll davon, dass wir uns weiter in Frankfurt mit der Frage beschäftigen müssen, was wir dazu tun können, dass die Luft besser wird. Und da ist völlig klar, dass am Ende die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs eine der wichtigen Fragen ist. Und dazu gehört eben auch eine intakte Schieneninfrastruktur, weil, siehe Wiesbaden, gucken Sie sich einmal an, vor dem Bahnhof Kaiser-Friedrich-Ring, in welchen Abständen da die Busse kommen. Da ist dann die spannende Frage, zu sagen, ob am Ende des Tages, und das ist unstreitig, in bestimmten, im Ballungsraum eine Schieneninfrastruktur an dieser Stelle nötig ist. Und deswegen ist das an dieser Stelle, glaube ich, jedenfalls bei den meisten unstreitig. Übrigens, der Herr Lambrou hat in der Vergangenheit im Wiesbadener Stadtparlament noch eine andere Position vertreten. Aber schauen wir einmal, ob am Ende die Sache im Vordergrund steht oder ob die Frage im Vordergrund steht, sich sozusagen an jeden Protest dranzuhängen, ihn anzuheizen und sich nachher über eine andere Stimmung in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu beklagen. Auch das gehört an dieser Stelle zur Wahrheit dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir noch in diesem Jahr eine ganze Reihe von Maßnahmen zur Grunderneuerung von Schienenstrecken aus Mitteln des GVFG, das letzte Jahr, wo wir das tun, fördern werden. 18 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 18,5 Millionen €. Ich finde, das kann sich sehen lassen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Manche dieser Beispiele sind schon genannt worden, aber es geht nicht nur nach Kassel, Frankfurt und Darmstadt. Es geht beispielsweise auch an den Hochtaunuskreis, Stichwort Friedrichsdorf, Brand-Oberndorf. Es geht an die Hessische Landesbahn, es geht an die Regionalbahn Kassel. Also, Sie merken, dass wir aus diesen Mitteln Schieneninfrastruktur fördern, ausdrücklich in die Grunderneuerung. Wir wollen mit diesem Geld neue Schieneninfrastruktur fördern. Auch da ist völlig klar, dass wir das Mobilitätsfördergesetz brauchen. Und natürlich leisten die Straßenbahnen einen ganz wichtigen Beitrag, Städte sauberer und leiser zu machen, die Lebensqualität zu erhöhen, ausdrücklich, unstreitig eigentlich. Aber, Frau Kollegin Wissler, an dieser Stelle haben Sie ganz viele Investitionsbeispiele genannt, aber die sind alle Beispiele, wo es sich um etwas Neues dreht. Und was die SPD beantragt, ist, dass wir sozusagen auch die Betriebsmittel fördern. Und da habe ich eine andere Auffassung. Und wenn man sich da an dieser Stelle etwas vertiefter mit der Frage beschäftigt, dann macht das, glaube ich, auch Sinn, weil die Anschaffung und die Ersatzbeschaffung von den Straßenbahnen für die kommunalen Schienennetze, die ist aus unserer Sicht eine Selbstverwaltungsaufgabe, und die muss aus den laufenden Mitteln bezahlt werden. Weil Sie müssten dann erklären, ich meine, ich hoffe ja, dass wir mit Wiesbaden eine vierte Stadt in Hessen bekommen, die eine Straßenbahninfrastruktur hat. Ich träume übrigens davon, dass Offenbach auch wieder die fünfte wird und die Linie 16 mal wieder weiterfährt. Das ist Mitte der 90er Jahre leider abgeschaltet worden, in Anführungszeichen. Das kann man aber vielleicht auch rückgängig machen. Das wäre dann die fünfte Stadt. Aber selbst wenn das gelingen würde, wären es 5 von 423 Städten und Gemeinden, denen wir die Betriebsmittel bezahlen würden. Und dann würden zu Recht die anderen kommen und sagen, warum fördert ihr eigentlich nicht die Ersatzbeschaffung unserer Busse?
Und unsere Linie im Mobilitätsfördergesetz ist, dass wir alles fördern, was neu ist. Deswegen die E-Bus-Förderung, weil die noch teurer sind als die Dieselbusse. Wir gehen davon aus, dass die aber Schritt für Schritt sozusagen günstiger werden, je mehr davon produziert werden. Wir fördern auch in den Straßenbahnen beispielsweise Fahrdrahtverstärkung, damit sozusagen mehr gefahren werden kann. Wir fördern neue Antriebe. Da, wo Schienenfahrzeuge noch mit Dieselantrieb unterwegs sind, fördern wir auch Rußfilter. Also alles das, was sozusagen neu ist. Aber die reine Ersatzbeschaffung eines Betriebsmittels, die muss, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus unserer Sicht aus den laufenden Kosten finanziert werden. Woher denn sonst? Deswegen ist das ein Punkt, liebe Kollegin Wissler, wo man sich gut überlegen muss, ob man da am Ende eine Tür aufmacht, wo wir am Ende des Tages dann aus Landesmitteln den laufenden Betrieb finanzieren und nicht mehr das Neue, das Zusätzliche, das Investive. Das muss man an dieser Stelle zu Ende denken, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und noch einmal, wir gewähren den Kommunen Zuwendungen. Wir gewähren den Kommunen Zuwendungen für den Betrieb. Das sind Regionalisierungsmittel des Bundes und Mittel des Landes. Wir gewähren den Kommunen Zuwendungen für die Investitionen in die kommunale Schieneninfrastruktur. Und das sind zusammen über 850 Millionen € im Jahr. Aber noch einmal, wenn wir investiv etwas machen, dann soll es etwas sein, wo es in etwas Neues geht. Neue Straßenbahngleise, neue U-Bahn-Strecken, Elektrobusse. Grundhafte Erneuerung des Bestandes ist jetzt schon so ein Grenzfall. Aber da sagen wir, es ist Investition in die Infrastruktur. Machen wir auch. Aber ob das, was obendrauf fährt, am Ende sozusagen vom Land bezahlt werden soll oder nicht, das muss man sich gut überlegen. Ich bin davon alles andere als überzeugt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen glaube ich, dass das Mobilitätsfördergesetz, was wir hier auf den Weg gebracht haben, an dieser Stelle die richtigen Akzente setzt, das in die richtige Richtung lenkt. Ich freue mich, dass hier so viele Freundinnen und Freunde der Straßenbahn mit Ausnahme der AfD zu sehen waren. Ich weise darauf hin, dass das dann vor Ort auch konsequent zu Ende entschieden werden muss, ja, in Wiesbaden beispielsweise. Auch da gehört das dann am Ende dazu. Aber ich glaube, an dieser Stelle Schieneninfrastruktur ja, Betriebsmittel nein, ist eine gute Abgrenzung von dem, was das Land auf der einen Seite und was die Kommunen auf der anderen Seite zu bezahlen haben. Trotzdem gehe ich davon aus, wird der WVA eine Anhörung machen. Da werden wir dann die Menschen wiedersehen, die uns schon vor anderthalb Jahren viel in dieser Frage erzählt haben. Ich nehme mal an, ich kann Ihnen gleich mal ein paar Anzuhörende vorschlagen, den Herrn Kalbfuß von der HEAG, den Herrn Rüffer von der VGF und den Herrn Ebert von der KVG und andere. Das ist ja jetzt nicht so, dass es das allererste Mal ist, dass wir über diese Frage reden. Aber wenn ich mir anschaue, wie wir es jetzt geschafft haben, auch aus diesen Mitteln des Mobilitätsfördergesetzes zu fördern, auch gerade in diese Bereiche, müssten die eigentlich auch ganz zufrieden sein. Und ein allerletzter Punkt in diesem Zusammenhang. Ich wünsche mir, dass, wenn Sie jetzt schon sagen, wir sollen mehr Geld in diesem Bereich ausgeben, dass Sie dann auch die Frage beantworten, wo das Geld herkommen soll. Wir sind ja gerade in Haushaltsberatungen. Wir haben übrigens vor, im Bereich des Mobilitätsfördergesetzes auch mehr Geld auszugeben. Wir finanzieren das aus der starken Heimat, und ich hoffe, dass Sie dann auch für dieses Projekt sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Das Wort hat der Kollege Lambrou, Fraktionsvorsitzender der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer! Ich melde mich zu Wort, weil ich eben vom Herrn Minister direkt angesprochen worden bin. Eine Klarstellung zu Beginn. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zum Thema Citybahn im Wiesbadener Stadtparlament geredet habe. Ich gehöre der Fraktion an, aber dort gibt es einen verkehrspolitischen Sprecher. Dennoch finde ich das ganz interessant, dass Sie das angesprochen haben.
Denn die Verkehrswende, die in Wiesbaden geplant ist, die sich nicht nur auf die Citybahn beschränkt, sondern auch auf entsprechend klimaneutrale Busse, die wird in Zukunft kaum noch bezahlbar sein. Und das wird auch den Wiesbadener Kommunalpolitikern zunehmend bewusst. Und vielleicht ist auch das der Geist der Initiative der SPD, dass die Kommunen mit den Kosten im Grunde genommen kaum noch selber klarkommen. Die Citybahn in Wiesbaden kann übrigens durchaus sinnvoll sein. Und trotzdem hat der Kollege Gagel im Rheingau-Taunus gute Argumente zu sagen, aber nicht für den Rheingau-Taunus. Hier wäre eine S-Bahn viel sinnvoller. Und genau das hat er auch zu Protokoll gegeben. Worauf ich auch noch darauf hinweisen möchte, ist, hier wird ja immer wieder betont, und Sie haben es in Ihrer Rede auch gemacht, Herr Minister, dass die Kommunen am Ende nicht nur die Entscheidung darüber treffen müssen, sondern auch mit den laufenden Kosten klarkommen möchten. Es ist gerade die Wiesbadener AfD gewesen, die sich für ein Bürgerbegehren eingesetzt hat, zu einem Zeitpunkt, wo das noch kein Automatismus wird, ob man eine Citybahn hat oder nicht. Und die anderen Fraktionen waren es mehrheitlich, die das erfolgreich unterbunden haben. Die Position der AfD bei vielen Themen ist, dass wir uns orientieren sollten am Willen der Bürger. Und was wir bei den Grünen immer wieder erleben, das habe ich in Ihrer Rede eben auch eindrucksvoll vernommen, ist im Grunde genommen Ideologie. Es mag hier sinnvoll sein, eine Straßenbahn zu machen und dort Busse, aber für die Grünen sind Straßenbahnen konsequent gut. Und deswegen ist jeder, der hier am Rednerpult Argumente dagegen hat, automatisch wieder in irgendeiner Ecke. Die AfD orientiert sich eben nicht an Ideologien, sondern wir gehen Themen pragmatisch an. Und das hat der Kollege Gagel ausgeführt. Sie können gerne anderer Meinung sein, aber dann lassen Sie uns auch unsere Meinung. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lambrou. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Wir überweisen den Gesetzentwurf zur weiteren Beratung und zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den WVA. Allgemeine Zustimmung.